Titel ist genannt und da in dem Titel liegen ja schon Intentionen, die ich verfolge: Spurensicherung unsichtbarer Herrschaftsstrukturen. Also das, was man im Alltagsverhalten, in sprachlichen Ausdrücken und so weiter nicht sieht, also mit kurzen Worten das Unbewusste. Warum ist das Unbewusste für die Spurensicherung von Herrschaft so wichtig? Und sowohl das gesellschaftliche Unbewusste, also das, was, wie der Marx das gesagt hat, sich hinter unserem Rücken abspielt, aber wir es nicht erkennen können, und das psychische Unbewusste, wo alles das landet, was abgewehrt werden muss. Und um diese Dimensionen des Unbewussten geht es heute. Ich möchte Sie bitten, wenn ich irgendetwas sage, was unverständlich ist, bitte heben Sie den Finger und sagen Sie, was ist gemeint? Oder wenn ich Begriffe benutze oder so etwas. Also nicht warten, bis wir eine Diskussion haben, dann verzetteln wir uns mit solchen Unklarheiten oder Verständnisfragen und das wäre schade. Ja? Also wenn irgendwas ist, was Ihnen ganz dunkel bleibt, Finger hoch und fragen. So, kritische Theorie, die Herrschaftskritik zu Ihrem Forschungsfeld macht, wird auf die Aufgabe nicht ohne Rückbezug auf die Psychoanalyse, warum Sie das nicht können, das kann sie dann nicht bewältigen. Sowohl in der Gestaltung von Gesellschaft als auch im Handeln von Subjekten stoßen wir auf Unbewusstes, das sich ohne Kenntnisse über Abwehrmechanismen, die verdrängt halten, was nicht ins Bild passt in der Gesellschaft oder was man an sich selbst nicht wahrnehmen will, nicht entziffern lassen. Welche Strukturierungen des Sozialen konstituieren gesellschaftliches Unbewusstes? Das ist eine wichtige Frage, dass zum Beispiel Blindheit im Angesicht politisch-ökonomischer Fehlentwicklungen, Ausblendung von sozialen Ungleichheitslagen, mangelndes Unrechtsbewusstsein gegenüber der Vergangenheit. Das sind so drei große Komplexe in unserer Gesellschaft, die verdrängt worden sind und wo wir ganz mühsam nur rankommen. Ausblendung von sozialen, das ist hier das besondere Thema, weil das ja geschlechterungleich ein Thema der feministischen Theorie ist. Gut. Wie kommt man an diese Dunkelfelder, die durch unbewusste Triebdynamiken im Subjekt vermittelt sind, wie kommt man an die ran? Was zeichnet eine psychoanalytische Ausbildung aus, um etwas zu erkennen, was, wenn man nicht die Dynamiken im Begehren kennt, da, wo sie auf Tabu stoßen und weggeschoben werden müssen, da, wo sie umverkehrt werden müssen in was anderes, damit es akzeptabel wird. Alles das zu lernen in Texten und in Interviews und in Therapien herauszufinden, ist eine lange und sehr schwierige Ausbildung. Weil man tappt immer wieder bei sich selber da rein, dass man, was man selber nicht will, auch nicht sehen will, auch beim Patienten nicht. Und deswegen braucht die psychoanalytische Ausbildung viel, viel Zeit. So, jetzt bin ich auf mein Dings hier verloren. Also gut. Feministinnen haben mit ihrer Kritik an Engführung in der Psychoanalyse, bei Freud, bei Lacan, bei vielen, vielen, und diese Engführungen sind Verdrängung des männlichen Psychoanalytikers, der bestimmte Dinge vor allen Dingen im Umgang mit Weiblichkeit nach seinem Männlichkeitsbild interpretiert, aber nicht das andere als andere erkennen will, weil es dann anerkennt. Also das ist eine der wichtigsten Dunkelfelder, die sich die feministische Psychoanalyse vornimmt. Und sie führt auf das vor allen Dingen, also warum können viele männliche Wesen nicht sich kritisieren oder kritisieren lassen,
warum sind Sie blind für die Eigen, also das Eigenrecht, das Selbstrecht, die Selbstständigkeit und so weiter von Frauen? Warum wollen Sie nichts hören von einem weiblichen Begehren? Womit hat das was zu tun? Und alle Analytikerinnen, die ich Ihnen jetzt vorstelle, gehen davon aus, dass es im Unbewussten einen Ort gibt, an dem an etwas festgehalten wird, was eigentlich historisch schon längst vorbei ist. Und Sie nennen das die Selbstrepräsentation, die unbewusste Selbstrepräsentation der Maskulinität im männlichen Unbewussten. Also es geht nicht um Personalisierung, die Männer sind so, sondern das ist eine Erbschaft, die sehr lange andauert in unserer Kultur, wo immer wieder Gott, Vater, Geist, Forscher, Neugier und so weiter dem Mann zugeschrieben wurde und immer ohne das zu begründen. Und dass das nicht begründet wird, das liegt ihm daran, dass ihm selber unbewusst ist, was da eigentlich für patriarchalisches Erbe durch die gesamte Geschichte aufgenommen, zugedeckelt worden ist, aber sehr lebendig ist, sehr virulent wird. Das ist die wichtigste Spur, um die es heute gehen wird. Und ich werde Ihnen drei Positionen vorstellen. Eigentlich wollte ich noch eine vierte dazu nehmen, aber das wird zu viel. Einmal die Position von Judith Butler. Ich denke, da ist auch am meisten Vorverständnis hier da. Ne? Wer kennt Butler irgendwie? Ja, das sind immerhin einige. Also das Unbehagen der Geschlechter. Ne? Und vor allen Dingen das System der Zweigeschlechtlichkeit als Zwangssystem. Um die wird es gehen. Dann die Julia Kristeva, die schöne Buch Fremd sind wir uns selbst, Fremde sind wir uns selbst, also die sich mit dem Problem auseinandergesetzt hat. Warum reagieren wir so mit Angst und Schrecken, wenn wir auf etwas stoßen, was anders ist als das Gewohnte, was uns fremd ist? Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren ein gutes Erfahrungspotenzial, das mitzukriegen, was Widerstand gegen Fremde bedeutet in der Flüchtlingsfrage. Wo kommt sowas her? Wann beginnt dies, was dann Alterität genannt wird, also die Abwehr von Fremden? Wo beginnt das? Und da fand ich die Christelle immer sehr, sehr spannend, weil die das bis in die frühe Kindheit, ganz, ganz frühe Kindheit verfolgt. Allerdings auf den Spuren von Freud, aber immerhin, sie macht da was draus. Also, Fremdenhass. Und ihre These ist, und die hat sie von Freud, dass hinter der Abwehr von Nichtvertrautem sich so etwas wie Frauenfeindlichkeit verbergen kann, also Misogynie. Und das ist, dass in den Legitimationsmustern geschlechtliche Arbeitsteilung, das und auch in Frauen diskriminierenden sozialer Ungleichbehandlung lässt sich offenlegen, dass hinter diesen Mechanismen, solange männliche Macht am Spiel ist, genau der Fremdenhass etwas mit der Mutter zu tun hat. Die Abwehr der Weiblichkeit hat was zu tun mit den Ängsten des männlichen Kleinkindes vor der Übermacht der Mutter. So, also das ist der Rahmen, in dem ich mich bewegen werde. Dazu kommt noch die Lüsk-Irrigerei, Spekulum, den Namen werden Sie vielleicht mal gehört haben, oder Frauentausch oder viele Aufsätze geschrieben. Und ihr geht es darum, genau das, was ich genannt habe, die Repräsentation von Männlichkeit im Unbewussten auszubuchstabieren. Und das in heftiger Auseinandersetzung mit Lacan. Und ich finde gerade, dass Feministinnen sich mit diesem Lacan beschäftigen müssen, weil der so eine Furore gemacht hat und eigentlich heute so als der Psychoanalytiker gilt. Wenn man fragt, was ist Analyse? Lacan. Und bei dem ist nun wirklich Androzentrismus, um nicht zu sagen Phallozentrismus, mit Händen zu greifen. Ich finde den Weg absolut klug und spannend und schwer zu lesen, aber immerhin interessant. Aber ohne diese Kritik geht das nicht.
Und das wundert mich immer wieder, dass ich sehr viele kluge, wirklich spannende junge Analytikerinnen finde und immer kommen, aber Regina, nicht immer Freud, mach Lacan, mach Lacan. Ich mache das dann auch, aber auf meine Art. Also, ich fange an mit Judith Butler. Judith Butler gehört dem Poststrukturalismus zu, verbindet in ihrer Auseinandersetzung mit dem Zwangssystem der Zweigeschlechtlichkeit diskurstheoretische Positionen, also die von Foucault kommen, mit einem kulturtheoretischen Ansatz, der so, wie eigentlich Subjektivität entsteht, was es eigentlich ist, über welche Konflikte in der Entwicklung, die eigentlich sich herauskristallisieren, mit welchen Brüchen, durch Konfliktlagen und so weiter und so fort. Das ist ihr Thema. Aber sie macht immer wieder Anleihen bei Freud. Das wundert mich wirklich, dass wenn man alle großen psychoanalytischen Feministinnen, die wir kennen, Erika Reiler und alle großen, Teresa de Lauretis, Butler, Christopher, alle beziehen, kommen alle aus der Lacan-Schule, aber beziehen sich nicht auf Lacan, sondern gehen alle wieder zu Freud zurück. Das ist eine noch nicht ganz geklärte Frage, wobei der Freud war ja auch nicht gerade ein Frauenfreund. Also was den eigentlich unterscheidet, ja? Also was das Lebendige an dem ist, dass man immer wieder auf ihn zurückkommt. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass der kein geschlossenes Denksystem hat. Das ist immer für Veränderungen offen, das ist absolut widersprüchlich. Dann sagt er, hier komme ich nicht weiter, das muss ich so stehen lassen, mal gucken, wie das in 10 Jahren aussieht. Ja? Also ich glaube, dass man immer wieder Neues entdeckt und die Dinge in Bewegung gehalten werden. Damit muss das was zu tun haben. Also, die Imbata, das haben Sie ja wohl alle mitbekommen, erregte nicht zuletzt die Gemüter, weil sie sich gegen eine Hegemonie der Heterosexualität verwahrte. Und sie versuchte Chancen aufzuzeigen, wie durch Inszenierung, also zur Schaustellen ausprobieren, darstellen, Performancen nannte sie das, Formen des Begehrens, die quer zur sogenannten Normalität liegen, zu durchkreuzen. Also quer liegen, da kommt dieses Wort Queer Theory her. Ihre Queer-Theorie irritierte und faszinierte, weil durch die Parodie von Weiblichkeits- und Männlichkeitskonstruktionen, die sich eben spielerisch darstellen konnten, durch Aktionen, die auch so travestitischen Charakter haben, die starre Kategorie Geschlecht verflüssigt wird. Also wenn eine Frau einen Mann spielt, und man kann gar nicht mehr unterscheiden, Augenblick, was ist da jetzt was, ne? Dann verwirrt das. Oder wenn Perversionen als ganz selbstverständlich auftauchen und man sich fragt, Augenblick, da ist doch was, ne? Dann gibt das erstmal Unbehagen und wenn man offen genug ist, kann man sich aber darauf einlassen. Also es geht hier um 2 Bücher von ihr. Das heißt, das eine ist Das Unbehagen der Geschlechter, das ist wohl das bekannteste, 1991 gekommen. Und etwas schwieriger, auch theoretisch schwieriger, ist das 2001, Psyche der Macht, das Subjekt der Unterwerfung. Das ist nicht ganz einfach, sehr philosophisch. Für Butler ist Heterosexualität als Gesetz, also als Norm, als etwas, was eingefordert wird und auch noch vor 10, 12 Jahren oder 20 Jahren auch noch bestraft wurde, wenn man sich nicht an das Gesetz hielt. Das ist für sie ein Effekt von Machtdiskursen. Es gibt in unserer Kultur bestimmte Institutionen, die Macht über Sexualität ausgeübt haben, die Kirche, diejenigen, die Frauen kontrollierten im Staat, also die Gesundheitspolizei sozusagen, Gelehrte, ne? Die ganze Philosophie von Männern ist selbstverständlich davon überzeugt, dass Heterosexualität das einzig Wahre ist im Begehren. Und das sind ja nicht nur einfach einzelne Männer, sondern das sind schon Machtgruppen, also staatliche Instanzen, Kirche, die Bildung monopolisieren, die sagen, wir machen die Aufklärung. Ja.
Und wenn die vorschreiben, dass Zweigeschlechtlichkeit als einzige gesellschaftliche Lebensform möglich ist, wo zwei Menschen, die sich lieben, zusammenleben können, also in der Form eines Ehepaares, ne, mit zwei Geschlechtern, dann hat das so etwas wie eine juridische Form. Also sie geht von dem juridischen, von dem gesetzesmäßigen Charakter dieses Zwangssystems Zweigeschlechtlichkeit aus. Sie haben juridischen Charakter, weil sie vorgeben, was erlaubt ist und was verboten ist. In dem Denkmuster, in dem behauptet wird, dass zu einem in sich stimmigen Körper, was ist da schon ein in sich stimmiger Körper, ein kohärentes Geschlecht gehört und dass sich zwei differente Geschlechtskörper in einer heterosexuellen Paarbeziehung zusammenzufinden haben, daran genau artikuliert sich das, was androzentrische Logik verstanden wird. Die Norm der Heterosexualität ist geschichtlich, weil diejenigen, die darüber das Sagen hatten, Männer waren, natürlich auch von einer männlichen Logik bestimmt. Und was das ist, darum geht es jetzt im Weiteren. Männliche Autoritäten des öffentlichen Lebens, in dem Frauen keine Stimme haben, monopolisieren ein Herrschaftswissen, das mit dem Maskulinitätskonzept in Geschlechterordnung das Sagen hat, also mit dem lässt sich das durchsetzen. In ihnen geht es um die Etablierung phallokratischer Macht. Das ist ein Ausdruck, der ja erstmal gar nicht so einfach zu verstehen ist. Was soll das heißen? Also phallokratische Macht kommt genau aus dieser unbewussten Repräsentation des Männlichen, dass ich an Gott, an den Urvätern, an den großen Männertypen der Geschichte festmacht. Und in unserer ganzen Kulturgeschichte ist der Penis ein Symbol der phallischen Macht. Also der Phallus ist ein Machtsymbol. Deswegen phallozentrische oder androzentrische Logik. Das verbirgt sich dahinter. Alle Individuen, die sich dem Gebot der Heterosexualität widersetzen und ihr Leben nach eigenen Vorstellungen von libidinösen Beziehungen einrichten, werden, auch wenn das in der Öffentlichkeit nicht mehr so ist, im Unbewussten negiert. Also wir haben immer noch, wenn man mit der Straßenbahn fährt oder im Zug sich mal mit Menschen unterhält, dann kommt, ach, die ist doch homosexuell. Also, oder das, guck mal, das ist natürlich. Also das ist noch so da, ne? Aber es ist einfach heute nicht mehr opportun, solche Vorurteile öffentlich rauszulassen. Also, die Gefahr, dass man als Subjekt negiert wird, wie auch immer, zum Beispiel ein junger Mann kriegt keine Stelle, wenn man weiß, der ist homosexuell, ja? Oder eine junge Frau als Lesbin wird nicht in den Unterricht gelassen. Also viele Sachen, die wir einfach kennen aus der Praxis, da sieht man, dass das noch längst noch nicht vorbei ist mit den Vorurteilen. Also, indem kategorisch ein Bezirk des sozial nicht Tragbaren abgesteckt wird, soll ein Regelsystem geschaffen werden, das Kontrolle ermöglicht. Und vor allen Dingen natürlich Geburtenkontrolle, Kontrolle der Vaterschaft und der Mutterschaft, aber die Vaterschaft ist wichtiger bei bestimmten Eigentumsgeschichten, beim Namen. Namen geben, Generationen benennen, Genealogien stiften und so weiter. Also das sind alles gar nicht mehr heute diskutierte, aber doch noch gar nicht verschwundene Machtbezüge oder Bezugspunkte von männlicher Macht. Und diese Methode der Ausgrenzung dessen, was ich der Normativität, die festgelegt worden ist von denen, die das Sagen haben, diese Methode der Ausgrenzung hat exemplarischen Charakter.
Nicht nur Heterosexuelle, Lesben, Transsexuelle und Bisexuelle werden in ihrem Anderssein diskriminiert und verfolgt, sondern auch Juden und Jüdinnen, wir haben davon wieder sehr viel in unserer Gesellschaft. Auch da verschiebt sich das auf die Fremden, weil man antisemitisch nicht mehr sein darf, aber die Quelle des Hasses und der Fremdenabwehr ist die gleiche. So wie Menschen aus fremden Kulturen und Ethnien. Die Mehrheit der Frauen und Männer unterwirft sich aus Angst vor Ächtung und Verächtung diesen Identitätszwängen. Wie virulent diese ganzen Geschichten, die wir denken, ja, die haben wir hinter uns gebracht, wir leben in einem Zeitalter, wo man nicht mehr Angst haben muss, lesbisch oder homosexuell zu sein. Daran kann man sich inne werden, wenn man sich mal überlegt, wie bei uns eigentlich mit dem Begriff Identität umgegangen wird. Identität wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Wenn man nicht mit sich identisch ist, das heißt nicht immer derselbe Blog, kann man keine Verträge machen, auf den kann man sich nicht verlassen, der kann kein guter Vater werden und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich nichts anderes als diese Abwehr von Fremdheit. Ich muss etwas haben, woran ich mich halten kann, bis es mir Halt gibt, sodass ich nicht in das Chaos von Unnormalität, Asozialität und so weiter verfalle. So, die Mehrheit der Frauen und Männer unterwirft sich aus Angst vor Ächtung den Identitätszwängen. In performativen Akten, also diesen Akten des Sich-Inszenierens, stellen sie sich eigenhändig dar, dass man in die Klischees und die Bilder, die einem in der Mode, in der im Gesundheitssystem und Medizin, Konsum und so weiter vorgeführt wird, dass man da reinpasst. Männer inszenieren sich, wenn sie Modebilder sehen, über welches Hemd man heute tragen muss oder welche Unterhose oder was auch immer, dann soll man sich nicht denken, dass das nicht keine Wirkung hat auf die Selbstinszenierung. Für Frauen gilt das genauso. Also nicht mit der Unterhose. Das, was den Selbst- und Körperbildern, die in Medien, Sittenkodexen, Mode und Medien vertreten werden, das, was dem nicht entspricht, wird dem Vergessen anheimgegeben. Durch Körperpolitiken entsteht ein sozialer Korpus, in dem es eigenwilliges Begehren nicht geben soll. Aber da sieht man eben, was Trieb ist, was Begehren ist, es fügt sich eben nicht. Es lässt sich eben nicht unter Kontrolle halten bei keinem von uns. Und das ist gut so, Gott sei Dank. Sonst, daraus speist sich, glaube ich, sehr viel sozialer Widerstand, aus der Erfahrung, ich lasse mich nicht gängeln. Ne? Weil wenn einem verboten wird, wie man und wen man zu lieben hat, dann ist das Leben nur noch die Hälfte wert. Also Butler setzt sich in einer subjekttheoretischen Perspektive zum Ziel, die Entstehungsgeschichte, die Entwicklungsgeschichte, die so einer männlichen Selbstbeschreibung, die sehr viel mit Macht zu tun hat, aufzuklären. Warum stellt der Mann so gerne Verbote? Warum kontrolliert er so gerne? Warum ist er immer der Überlegene den Frauen gegenüber? Aber auch den anderen, jüngeren Männern. Patriarchalismus ist ja nicht nur eine Sache, die die Frauen betrifft, das betrifft ja auch jüngere Männer. Also Ältere kontrollieren Jüngere und geben ihnen vor, was sie zu machen haben. Da komme ich nachher nochmal zurück. In diesem Versuch, das rauszufinden, wie entsteht überhaupt dieses männliche Selbstbild, was sich dann im Unbewussten festhält, wie entsteht das? Orientierte sich an Freuds Arbeiten über die Melancholie. Die Melancholie, oder besser gesagt der Melancholiker, ist Freuds Theorie zufolge unfähig, auf den Verlust eines Liebesobjektes mit Trauer zu reagieren. Vielleicht kennen einige von Ihnen das Buch von Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern. Der untersucht dieses Phänomen, dass man ein Objekt nicht aufgeben kann, ein Liebesobjekt, etwas, womit man sich identifiziert, nicht aufgeben kann, weil das eine Selbstkränkung ist.
Also der hat dieses Modell von Freud in eine sozialpsychologische Dimension gehoben. Dieser Mensch, der nicht trauern kann, das gilt übrigens nicht nur für Männer, aber hier hat das eine bestimmte Konsequenz. Männer, Frauen sind auch die Menschen, die nicht trauern können, die nicht verzichten, also die nicht einsehen können, dass sie von jemandem verlassen worden sind und damit einfach auch daraus das dann abwehren. Aber jetzt geht es erstmal um den Melancholiker. Er ist in seinem Narzissmus so verletzt, dass er vermeiden muss, mit diesem Problem zu tun zu haben, also nicht das überwinden zu können, und dass er verneinen muss, das Verlorene je geliebt zu haben. Also hier haben Sie einen ersten Abwehrmechanismus der Psychoanalyse. Wenn ich etwas nicht wahrhaben will, dann verneine ich es. Ich kehre etwas ins Gegenteil um, dann kann es mir nichts mehr tun. Und nur diese Verkehrung kommt ins Bewusstsein. Ich habe diese Frau nie geliebt, kann er sagen. Ne? Aber er kann nicht sagen, ich bin bis heute nicht damit fertig geworden, dass ich diese Frau verloren habe. Also das ist so eine Verkehrung von etwas, was geschehen ist, was man verdrängen muss, um das dann genau in der Umgekehrten, von der Umkehrung ins Bewusstsein tritt. Das sehen zu können und damit umgehen zu können mit Patienten ist wirklich eine sehr schwierige Angelegenheit. Gleichzeitig bleibt er jedoch diesem Objekt verhaftet. Er kann es nicht loslassen, dass er nicht haben kann. Also er kann jedoch er bleibt dem Objekt verhaftet, das er nicht haben kann. Und wie macht er das? Er identifiziert sich mit diesem Objekt, was er verloren hat. Das heißt, das geliebte Objekt wird zu einer Idealfigur, die jetzt aber nicht mehr in seinen sexuellen Fantasien vorkommt, sondern in seinem Über-Ich. So will ich sein. Was ich nicht haben kann, das will ich sein. Also das aufgegebene Subjekt des Begehrens oder Objekt des Begehrens, wie Sie wollen, das wird ins Innere hineingenommen, introjiziert, aber jetzt entsexualisiert, als Vorbild, im Über-Ich. Ist das irgendwie klar? Ja, ja? Entschuldigung. Ja, das Verneinen heißt ja, dass das Entweder-Oder schon ausgeschlossen hat. Das ist aber eine sehr spannende Überlegung, die Sie anstellen. Denn es gibt bei Freud zwei Formen mit dem, was einen schmerzt, umzugehen. Das eine ist ganz wegzuschaffen, verneinen. Das ist die Verdrängung. Dann gibt es bei ihm, und das wird meistens übersehen, die Teresa de Laurier, das ist die einzige, die ich bisher gelesen habe, die das wirklich positiv, produktiv aufgenommen hat. Der andere Mechanismus ist der Verleugnung. Es ist nicht wahr, dass ich keinen Penis habe, sagt die Frau. Ja? Da wird also dieser Vorwurf, sie ist kastriert, sowohl wahrgenommen als verneint. Und das ist eine Chance, aus diesen Zuschreibungen rauszukommen. Ne? Wenn ich erstmal etwas wahrgenommen habe, was die anderen von mir sagen, habe ich schon das wahrgenommen, was ich verletzlich habe es aber nicht verdrängt, sondern verleugnet. So ist es nicht. Ne? Ich habe immer gesagt, ich habe meinen kleinen Bruder nicht lieb. Weil ich war so eifersüchtig, dass ich den oft, der war noch sehr klein, im Puppenwagen getan habe und dann durch die Gegend kutschiert habe und dann fiel der Puppenwagen leider um. Ich habe meinen kleinen Bruder nicht lieb. Also, und aber eine solche Versuch, den Verlust rückgängig zu machen durch in sich selber aufrichten, ja, als Ideal, als Ich-Ideal im Über-Ich oder im Ich-Ideal, hat seinen Preis. Alle negativen Gefühle, die auf den Entzug des Begehrten folgen, Wut,
Selbstzerstörung, Selbstzerknirschung, Schuld, Gefühle oder aber ein Begehren jetzt, das überhaupt nicht mehr stillbar ist, weil es nicht, immer nicht das ist, was man eigentlich verloren hat. Man sucht immer weiter, immer neue Freunde und Freundinnen, immer neue Liebesobjekte, weil das, was man verloren hat, nicht einzuholen ist. Also dieses ungestillte Begehren kann wirklich zu einer Fluchtbewegung werden, die für den, der sie antritt, schwere negative Folgen hat. Denn all das richtet sich gegen ihn selbst. Und so, da kommt beim Freud her, dass wir mit uns nicht identisch sind, sondern dass wir zerrissen sind, Dinge abgespaltet haben, nie wissen, wer wir eigentlich sind. Wir wissen nie ganz, wer wir sind. So kann er nicht eins mit sich sein. Und diese Sachen können Sie nachlesen in diesem sehr schönen Aufsatz Trauer und Melancholie, das weiß dieser Aufsatz von Freud. Für Butler sind melancholische Identifizierungen, welche die Erinnerung an ein verlorenes Liebesobjekt nicht zulassen, zunächst einmal zentral für jede Ausbildung eines Ichs. Das ist also nicht was typisch Männliches. Ne? Unter dem Druck der gesellschaftlichen Tabuisierung von homosexuellen Neigungen löschen Mädchen und Jungen das libidinöse Begehren aus, das dem gleichgeschlechtlichen Elternteil gilt. Auch ich habe auch gedacht, das wäre heute nicht mehr so. Aber ich habe jetzt neulich mal mit einer Psychoanalytikerin ein Märchen gelesen, Allerlei Rau. Da geht es um Inzest. Und ich habe noch nie in einer Diskussion so viel Abwehr erfahren. Das ist doch, also der Krippen, der hat es wohl nicht alle. Dieser König, also der liebt doch seine Tochter und verführt die. Und es war nicht möglich, denen zu sagen, alles okay, wir lesen aber jetzt erstmal das Märchen. Ne? Es war nicht möglich, naja, es ging dann doch. Also es ist immer spannend, wenn man irgendwas macht, so als kleinen Irritationsexperiment, ne? Und denkt, ach Quatsch, das ist doch alles ganz selbstverständlich. Und was da rauskommt, das ist immer höchst interessant. Gut, also beide Geschlechter, die sich von Normen eingeschüchtert fühlen, reagieren mit Verdrängung, also, und werden damit auch unfähig zu trauern, beide. Und oft ist es halt so, dass durch diese Angst, das wird nicht akzeptiert, das ist so tabuisiert, das kann ich nicht nach außen kommen lassen, dass sie dann ein für alle Mal die Lebbarkeit von erotischen Beziehungen ausschließen, die als Homosexuelle verfemt sind. Um sozial akzeptiert zu werden, beziehen sie eine eindeutige Positionierung im System der Zweigeschlechtlichkeit. Frauen inszenieren sich als weiblich und Männer als maskulin, um dem Vorwurf der Abweichung und die Abwehr auch der Folgen, die das hat, loszuwerden. Also, man könnte einfach daraus den Schluss ziehen, und das finde ich eine sehr, sehr, ja, dichte Formulierung von Butler, dass sie nämlich sagt, Homosexualität entspringt aus der Verwerfung von Heterosexualität. Wer sich das mal klar macht, der kann nicht mehr davon ausgehen, dass Homosexualität etwas Anormales ist. Also wenn Homosexualität entsteht aus Angst vor Bestrafung, wenn man nicht heterosexuell ist, dann ist Heterosexualität das, an dem sich das entzündet, als Widerstand. Ne? War hier was? Ah nee, das war draußen, Entschuldigung. Ich habe gedacht, hier hätte jemand, das ist immer, okay. Aber jetzt kommt der Geschlechtsunterschied und das ist auch nochmal ganz interessant, wie Butler das sieht. Vor allem beim Mann löst homosexuelles Begehren Panik aus. Er fürchtet, als Frau betrachtet zu werden, als feminisiert, nicht mehr als richtiger Mann zu gelten und damit eine verwerfliche Figur zu sein.
Sein Triebschicksal ist durch Liebesverlust und verweigerte Identifizierung belastet. Also wenn die Mutter das erste Liebesobjekt war. Und er reagiert mit dem Wunsch, ich will also sein wie sie. Dann berührt er genau diese Angst und ab dann bin ich feminisiert. Weil ich mich mit der Mutter identifiziere und nicht mit dem Vater. Also weil ich mir eine Frau zum Vorbild nehme und nicht ein Mann bin, werde ich kein richtiger Mann. Also das ist die Denkfigur, die bei Bertel davor geht. Als Entschädigung für diesen Verlust kann er zwar die männliche Autorität verinnerlichen und sie so zu einer eigenen machen, aber sie bleibt eine erborgte, nicht authentische. Den Verzicht auf die begehrte Mutter unter dem Druck des Inzesttabus kann er dagegen nicht auf dem Weg der Identifizierung kompensieren. Sie zum Vorbild seiner Ich-Bildung zu nehmen, hieße, sie in seinem Inneren aufzurichten als Ideal. Wenn alle Männer das täten, die Mütter als zum Ideal aufrichten, dann hätten wir keine Frauenfeindlichkeit mehr. Ja, das ist ja nicht gesagt. Das ist ja nun nicht, das ist nicht der Schluss. Sie können ja genauso gut sagen, ja, ich liebe sie auch, ne? Ich begehre sie auch. Wenn ich sie schon erstmal so idealisiere und anerkenne, dann kann ich auch zugeben, ich liebe sie. Ne? Okay. Das impliziert eine doppelte Bedrohung, also diese sich nicht identifizieren können, aber auch die Mutter als Liebesobjekt nicht haben zu können. Weiblichkeit zu internalisieren und weiterhin von der Mutter als Vorbild so abhängig zu bleiben, wie er es als Kind war, denn sie war die Versorgende und sie war die erste Bezugsperson, das hat natürlich ein ungeheures Gewicht, und ihr verhaftet zu bleiben, das bedeutet für das männliche Wesen, das Kind geblieben ist in seinem Unbewussten. Ja, das muss man sich mal klar machen. Es bleibt hängen an den Konflikten, die es als Kind gehabt hat. Der muss Angst haben, aus dieser Abhängigkeit nicht rauszukommen. Die Mutter wird immer übermächtig bleiben. Immer die Stärkere, immer die, von deren Versorgung er abhängt, von deren Liebkosung er abhängt und so weiter und so fort. Das ist der ganze Komplex, den er abwehren muss. Und auf diesem Abwehrkomplex beruht, oder sagen wir mal so, das System der Zweigeschlechtlichkeit, die legt eine Spur, eine nicht sichtbare Spur, denn alles, was Butler hier beschreibt, können wir nicht sehen. Wir können es erschließen aus Symptomatiken und so, das werden wir bei Erika Rhein noch sehen, wie man das erschließen kann, aber sehen können wir es nicht. Und für die Butler ist das System der Zweigeschlechtlichkeit etwas, an dem man sehen kann, also an dem man es erkennen kann. Sehen ist nicht richtig, an dem man es entziffern kann, so müsste man sagen. Denn für dieses ganze System der Zweigeschlechtlichkeit erscheint ihr als etwas, wo an einer Institution, der Ehe zum Beispiel, versucht wird, etwas und alles, was von den Frauen kommt, unter Kontrolle zu halten. Und das ist das Bollwerk gegen unbewusste Ängste vor gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Denn dieses System der Zweigeschlechtlichkeit betrifft ja nicht nur die Abwehr von Frauen, die sollen hier nichts zu sagen haben, die sollen bitte zu Hause bleiben, Kinder kriegen, den Haushalt machen und so weiter und so fort. Das gehört zu den normativen Voraussetzungen des weiblichen Geschlechts. Und wenn die das macht, dann braucht der Mann das nicht zu machen. Also das System der Zweigeschlechtlichkeit ist nicht nur eine Institution, die möglich macht, die Frauen zur unterworfenen Klasse zu machen, oder nicht unterworfen, das ist falsch, die zweitrangig sind, so, dazu dient es, aber es dient auch
als Bollwerk gegen Homosexualität. Diese Doppelheit, die arbeitet Butler an dieser Form, also dieser Zweigeschlechtlichkeit als Zwangssystem heraus. So, damit mache ich mal mit der Butler Schluss. Wollen Sie gleich jetzt noch Fragen stellen, Einwände oder sowas? Dann können wir das gleich machen, sonst verschieben wir uns das auf nach der Pause. Nach der Pause? Okay. So, ich gehe jetzt zum zweiten Ansatz vor, also dieses Alteritätsprinzip. Dafür steht der Name Julia Kristeva. Sie ist eine französische Philosophin. Und das bekannteste Buch war für uns hier in Deutschland, viele Sachen von ihr sind nicht übersetzt, ist dieses Buch Fremde sind wir uns selbst. Also, was uns so Angst macht an der Fremdheit, ist das nicht das, was von außen kommt, also die ganzen vielen Flüchtlinge jetzt, ja, sondern die Angst ist Angst haben wir vor dem, was wir an uns selber nicht kennen. Was wir einfach gespiegelt bekommen, wenn im Verhalten eines Gegenübers plötzlich Irritationen auftauchen. Dann beginnt man das hätte ich aber nie gedacht, ne? Dass die anderen so von mir denken. Auf diesem Weg kommt man zu der Erkenntnis, dass man sich selber nicht trauen kann. Ne? Dass es da Potenziale von Aggressivität, Wut, Verzweiflung, Scham, Ohnmacht gibt, die wir nicht wahrhaben wollen, verdrängt halten. Und das ist das Fremde in uns. Und das wird projiziert auf andere. Also das ist der Grundgedanke von der Kristeva. Fremde sind wir uns selbst. Und auch Kristeva lotet diesen wichtigen Aspekt, also der Subjektkonstitution, ja, dass wir uns vertraut und fremd sind. Also wir begegnen uns, wenn wir uns im Spiegel sehen, nicht nur einem alten Bekannten, sondern plötzlich sehen wir, oh Gott, da ist ja etwas in unserer Physiognomie, was uns erschreckt, ja, oder so etwas. Ja. Also dass sie geht auch davon aus, dass Fremdenfeindlichkeit, also auch die Fremdheit mir selbst gegenüber, aus einer frühkindlichen Entwicklung kommt. Und die aber bis ins Erwachsenealter wirkmächtig bleibt, weil uns wir dieses frühe Alter ja nicht mehr erinnern können. Wir können es nicht aufarbeiten. Wir können uns nicht erinnern, wie das war, als wir das erste Mal gemerkt haben, wir sind nicht symbiotisch verbunden mit der Mutter. Die Mutter ist eine eigenständige Figur, die hat ihr eigenes Leben. Die ist nicht immer da, wenn wir schreien. Sowas können wir nicht mehr erinnern. Das ist weil das Erinnern gebunden ist an etwas, woran es sich sprachlich auch festmachen kann. Also was, wie in der Psychoanalyse wird gesagt, was sich symbolisieren lässt. Ja. Ich gehe allerdings davon aus, dass das nicht ganz stimmt, sondern vor dem symbolischen, also der sprachlichen Ordnung, liegt ja so eine Fantasiewelt, die eigentlich das Imaginäre genannt wird. Ne? Und ich sehe nicht ein, warum sich nicht Erinnerungsspuren auch im Imaginären festmachen können. Und oft merkt man an Kindern, dass sie plötzlich erschrecken und so ganz somatisch. Ne? Und bei einer Berührung oder so etwas, wo ich mir immer sage, das sind aber Spuren aus dem Imaginären. Und wenn man auf sowas achten könnte, könnte man den Kindern helfen, es später zu symbolisieren. Und die Psychoanalyse ist auch ein Weg, die nicht wie der Lacan sagen, nur psychisch ist, was sprachlich ist. Ohne Symbolisierung sind wir nicht in der Welt, haben wir nicht an der Sprache teil. Und da Frauen sowieso nicht an der Sprache teilhaben, als Frauen aus der Geschichte unserer Kultur, können die auch nicht symbolisieren, haben auch keine Erinnerung, haben auch kein Begehren und so weiter und so fort.
Es ist richtig, dass vieles nicht wieder erreichbar ist. Aber wenn das als Möglichkeit aus einer psychoanalytischen Theorie überhaupt ausgeschlossen wird, weil es da Theoretiker gibt, die alles auf die Sprache lenken wollen, dann haben sie nämlich wieder das Sagen, dann muss man da aufpassen, dann darf man sich einfach das Denken nicht verbieten lassen. Okay, jedenfalls die Kristeva versucht jetzt rauszubekommen, wie diese Abwehr von Alterität, die ja in unseren Identitätsvorstellungen im Widerspruch steht, wie es zu der kommt. Das ist nämlich deswegen so gefährlich, weil wir das, was wir nicht an uns selbst anerkennen können und das wir durch Verdrängung unkenntlich machen, in die anderen hineingetragen wird, in die anderen projiziert werden. Das macht Fremdenfeindlichkeit aus. So, wie stellt sie sich das nun vor? Also die Projektion, die kennen wir alle, ne? Auf Klassen, unterlegene Klassenmitglieder, auf das andere Geschlecht, auf die andere Rasse, auf die andere Ethnie und so weiter und so fort. Auf Jüngere, auf Stärkere und so fort. Mit diesen Gedankengängen knüpft auch Kristeva an Freud an. Er hatte bereits in seinem Entwurf zu einer Psychologie, das ist das Erste, was er überhaupt geschrieben hat, ich habe jetzt die Jahreszahl nicht im Kopf, der Freud hat als Erste in seinem Entwurf einer Psychologie Überlegungen zur lebensgeschichtlichen Entstehung von Fremdenfeindlichkeit entworfen. Und wir haben schon, es ist schon klar, was jetzt kommt. Seine Spur führt zur Mutter, der ersten Bezugsperson, die nicht nur Liebe, sondern auch Hass auf sich zieht. Zorn erweckt sie bei Kleinkindern beiderlei Geschlechts, aber sobald sich im Zuge der Ich-Entwicklung, Ich-Entwicklung die Symbiose mit der Mutter auflöst. Sie tritt als eigenständiges Wesen in Erscheinung, als andere, als Nicht-Ich. Sie wird also ein Stück zu einer Fremden. Aber auch als diejenige, die mächtiger ist als das Kind, wird sie zur Widersacherin kindlicher Größenfantasien. Xenophobie lässt sich somit als unbewusste Reaktionsbildung auf verdrängte Mutterimagines verstehen. Das kann also auch das trifft auch für Frauen zu, nicht nur für Männer. Aber was ist wieder das Spezifische beim Mann? Mit der Entdeckung des Geschlechtsunterschiedes, der Geschlechtsdifferenz, und das heißt für das Kind erstmal haben, nach der Kodierung, die unser Körper in unserer Kultur hat, das ist nichts Biologisches, Penis bzw. Brüste zu haben oder nicht zu haben, wird beim männlichen Kind, wenn es die genannten Konflikte nicht zu bewältigen vermag, eine folgenschwere Verallgemeinerung haben. Also wenn das Kind sagt, also zum Beispiel, es kommt ein Geschwisterchen zur Welt, ne? Und der kleine Junge sieht, die Mutter trägt das in ihrem Körper aus. Die Mutter stillt es mit ihren Brüsten. Dann kommt man eben in der Fantasie hoch, ich werde auch mal ein Kind zeugen. Ich will auch von meiner Mutter oder vom Vater ein Kind haben. Diese Fantasie zerschellt aber, weil einem jeder Erwachsene sagt, du wirst nie Kinder haben, du hast das nicht, du hast das nicht, du kannst das nicht, das ist Frauensache. Ja? Und diese Versagung, die muss er irgendwie bewältigen. Und das kann er wieder nur, indem er sich sagt, wenn ich das alles nicht habe, dann habe ich es auch nicht, dann will ich es auch nicht haben. Ich habe dafür einen Penis. Ja? So,
Und das bedeutet aber eigentlich, dass jeder Androzentrismus, also jeder männliche Blick auf etwas einer ist, der entsteht, weil er etwas nicht ist. Nicht, weil er etwas ist. Also repräsentiert wird das, was man sich vorstellt, dass man ist, aber das, von dem man sich abgrenzt, das wird durchgestrichen. Ja, und der ganz frühe Mechanismus ist der dieses, wenn ich schon keine Mutter sein darf, wenn ich schon keine Kinder aus meinem eigenen Körper versorgen darf, wenn ich schon keine Kinder gebären kann und so weiter und so fort, dann will ich eben ein Mann sein. Und diese frühe Form setzt in der Bewältigung setzt in Gang, dass alles, was er nicht haben darf, was er nicht sein kann, ihn kränkt, Wut erzeugt und zum Fremdenhass werden kann. Daraus erklärt Christeva, dass Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass etwas mit ja, des nicht weiblich sein können, also nicht das sein zu können, was man eigentlich sein wollte. Das ist die Erklärung von Christeva. Ich finde die auch sehr spannend. So, wir haben jetzt Viertel nach sieben. Bis wie viel Uhr können wir machen? Bis 20 Uhr, okay. Dann mache ich noch kurz die Irrigerei, ja? Oder wird euch das zu viel? Gut, dann machen wir also ich mache das ein bisschen kürzer, weil das. Und es wird auch etwas schwieriger. Aber gut, ich mach's mal. Also, die Luz-Irrigerei wird eine andere Spur entdecken. Für sie ist die gesellschaftliche Unterordnung der Frauen und der Männer ein Resultat von Machtdiskursen, wie Butler, aber etwas anders, nämlich so, dass sie sagt, das ist nicht Androzentrismus, sondern es ist eine phallozentrische Logik, welche das männliche Unbewusste regiert. Also sie setzt viel stärker auf das Unbewusste in unserer Kultur. Also, die dort verankerten Konzeptionen vom Menschengeschlecht erkennen kein anderes Geschlecht an als das eigene. Das ist das patriarchalische Erbe unserer Kultur. In der Religion, Vaterreligion, in der Geistesgeschichte, Geist ist das Element des Philosophen, des Männlichen. Und der Erfinder ist männlich, der Weltentdecker ist männlich, der Held ist männlich und so weiter und so fort. Das sind alles Metaphern, Bilder dafür, was im Unbewussten festgehalten wird, auch wenn es der Realität nicht entspricht. Diese sexuelle Indifferenz, also das andere Geschlecht nicht zur Kenntnis nehmen, das bezeichnet sie als sexuelle Indifferenz, bestimmt eine Ökonomie der Repräsentation, also bestimmt die Gewichtung, die man gibt. Das Gewicht, das etwas in einer wie man sich Geschlecht vorstellt, hat. Und in dieser phallologischen Konzeption, da kann in der symbolischen Ordnung des Unbewussten immer nur das Selbst und Gleiche gekennzeichnet werden, weil nur der Phallus in unserer Kultur als Macht gekennzeichnet ist. Also in der symbolischen Ordnung ist Macht mit phallozentristisch gedacht. Und wenn das so ist, dass einfach gesagt wird, der Master signifikant im Unbewussten, also der das Bezeichnete, das Sprache werden kann, ist der Phallus und sonst gar nichts, dann ist klar, dass die Frauen, Lacan, keinen Zugang zur Sprache haben. Weil sie nichts haben, was sie symbolisieren können, weil sie nichts haben, was sie in den Austausch der Sprache einbringen können, als ihr eigenes. Wenn sie sich einbringen, dann immer über Bilder, die schon von Männlichkeit kontaminiert sind. Wir als Schwache, wir als Mütter. Das ist ja immer schon konnotiert von der männlichen Logik. Das ist nicht ihre eigene.
So, und auf diesem Prinzip beruht die Vererbbarkeit von männlicher Macht, die Genealogie. Und die ist immer in unserer Kultur gesichert gewesen, es ist in anderen Kulturen anders, deswegen ist es nichts Biologisches. Der Vater ist der Pater Familias. Der Vater ist, der den Namen gibt, ein Stück Identitätsbildung. Der Vater ist, der darüber bestimmt, wer erbt. Der Vater ist, der bestimmt, wer geheiratet, wer wen heiratet. Die Mutter hat da immer mit zu tun, die wird auch manchmal nach vorne geschoben, aber in der patriarchalischen Familie, da gibt es gute Untersuchungen von dem, ich weiß nicht, mit dem Meassou, die wilden Früchte der Frau, das ist ein französischer, marxistischer Anthropologe und Ethnologe, der hat das unheimlich gut dargestellt, aber das würde jetzt zu weit werden. So, ich lasse mal diese Kastrationsgeschichten weg und gehe eher, ja, das ist immer so, also ich glaube, das kennt ihr auch alles, das brauchen wir jetzt nicht nochmal an. Also mir geht es jetzt eher darum, warum werden die Frauen auf dieser Spur des Phallozentrismus aus der Kultur rausgeschoben? Warum werden sie aus der Wirtschaft rausgeschoben, als wäre der Öffentlichkeit, an der sie nicht teilhaben? Warum, also geschichtlich gesehen, ja, das ist ja heute etwas anders. Warum haben Frauen immer noch, und wenn sie noch so viel Bildung haben, stoßen an dieses Glass-Ceiling-Phänomen. Irgendwann ist Schluss, dann ist der Mann weiter vorne. Ne? Warum, wie kommt es zu dem Bild, dass der Mann der Familienernährer ist? Ich meine, seit es Industrialisierung gibt, arbeitet die Frau auch. Ne? Und manchmal sogar, wenn der Mann Arbeitslosigkeit ist, sie die allein verdienen. Ne? Warum halten sich alle solche Bilder? Wie kommt das? Daran kann man sich nochmal klar machen, was Unbewusstes ist, was nicht so schnell entzifferbares Unbewusstes ist. Und bei Lacan wird das abgesichert durch eine sprachtheoretische Konzeption. Wer nicht etwas hat, was er symbolisieren kann, was er einbringen kann in den sprachlichen Austausch, der hat eben nicht Teil an Kultur. So, das ist eine ganz schwierig zu verstehende Angelegenheit. Ich finde die auch nicht sehr luzide, aber das hat Wirkung gezeichnet in der Zeit, diese Theorie, ne? in der Psychoanalyse und nicht nur in der Psychoanalyse. Also ich versuche nochmal diese Denkfigur zumindest plausibel zu machen, ob man sie dann akzeptiert oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Also Sie kennen vielleicht, er geht davon aus, dass es so etwas gibt wie einen symbolischen Phallus. Und dieser symbolische Phallus spielt in der signifikanten Kette, was Mensch ist und was Geschlecht ist, ne, eine zentrale Rolle. Um den, Sie kennen vielleicht die Semiotik, also die Zeichensysteme, wo sich um einen signifikanten die anderen Elemente der symbolischen Ordnung rangieren. Und dass der Hauptsignifikant aber die Richtung angibt. Und die Richtung bei der männlichen Repräsentation der symbolischen Ordnung ist eben die Verfügung über Sprache ein ganz wichtiges Element. Und sind ganz viele Dimensionen des menschlichen Zusammenlebens, Verwandtschaftsbeziehungen, Austauschbeziehungen und so weiter, überhaupt Tauschverhältnisse, das Grundprinzip von Vergesellschaftung. Also wer nicht austauschen kann, wer nicht über Sprache sich austauschen kann, das hängt ja eng zusammen, der hat nicht Teil an der kulturellen Entwicklung. Also diesen Gedanken übernimmt Lacan von Lévi-Strauss, einem unserer bekanntesten Ethnologen.
Und das ist eben, da man aber im Prozess des Tauschens, was ja eine Form der Interaktion ist oder eine Form der Kommunikation aus ist, nicht, ohne Sprache nicht auskommen kann, sind alle die, die nicht sprachmächtig sind, haben weniger Chancen in Tauschverhältnissen. Das ist eine ganz simple Überlegung. So hat aber jetzt, zieht der Lacan den Schluss daraus, dass alle symbolische Ordnung, also jedes symbolische Regelwerk, nach Lacan eine linguistische Struktur hat. Also der überträgt dieses gesellschaftliche Prinzip des Tausches auf die Sprache und mit der Sprache auf, also ontologisiert er das als Grundstruktur des Miteinanderlebens oder des Menschseins, kann man auch sagen. Das heißt, dass es in der symbolischen Ordnung die sprachliche Bezeichnung braucht, um sich darstellen zu können, es nur eine Möglichkeit gibt, die geschlechtliche Position festlegt. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Das ist die Logik von Lacan. Er ist der einzige geschlechtliche Signifikant, der existiert. Es gibt zu ihm kein weibliches Äquivalent. Und das ist eigentlich, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Eine amerikanische Kollegin hat mit Kindern mal experimentiert und sie gesagt, kennzeichnet nur Genitalien oder Bestimmungsmomente von Weiblichkeit oder Männlichkeit. Es waren alles männliche Attribute und es war immer an den Penis geknüpft. Die Kinder waren nicht in der Lage, Weiblichkeit zu symbolisieren. Diese Untersuchung ist vor ungefähr 10 Jahren gemacht worden. Okay, aber es ist Frauen nicht erlaubt, über ihr Begehren zu sprechen. Es ist in der Öffentlichkeit nicht gang und gäbe. Frauen ist nicht erlaubt, also sich in ihrer Weiblichkeit mit dem, was an ihnen auffällig ist, zu symbolisieren. Es wird immer zurückgehalten. Es ist in der Mode und so anders, aber im Alltag nicht. Und so kommt es dann dazu, dass der Penis oder der Phallus als Symbol zum Dreh- und Angelpunkt einer phallokratischen Ordnung des Symbolischen geworden ist. Ich mache mal hier Schluss, weil ich doch noch mal fragen würde, also müsste man nicht doch sagen, gut, Lüßirigerei, das ist alles richtig, ne? Aber erste Frage, ist das für den Mann nur ein Privileg, dass er immer durch den Vater in der besseren Position ist, weil er der Nachfolger des Vaters ist? Ist das eigentlich nicht auch eine Last? Das ist die erste Frage. Die kommt in diesen Diskussionen überhaupt nicht vor. Das zweite ist, wo haben wir heute Indikatoren, dass das anders geworden ist? Also, dass diese Nicht-Repräsentierbarkeit des Weiblichen nicht mehr stimmt. Und wodurch ist das auch in Gang gesetzt worden? Und das dritte ist, und warum kann man das doch nicht einfach so beiseite tun? Weil wir immer noch bestimmte Erfahrungen machen, dass Dinge nach wie vor gang und gäbe sind, in der Rede vorkommen, im Verhalten, die eigentlich historisch absolut obsolet sind. Das ist erstmal die geschlechtliche Arbeitsteilung. Wieso kann ein Vater nicht die Kinder versorgen? Von der Pflege, Care und so weiter angefangen. Warum kann ein junger Mann, der keine Arbeit findet, nicht Krankenpfleger werden? Warum ist heute anders, das hat sich geändert, aber im Grunde ist 90% der gesamten Care-Arbeit wird von Frauen gemacht, in der Familie und im Beruf, an den Stellen, wo man mit dem Körper der Menschen zu tun hat. Also an der Feminisierung bestimmter Tätigkeiten, an
das ist das Friseuse, soll eine Frau werden, ein Friseur gibt es auch, aber eigentlich ist das ein Frauenberuf. Ja, Pflege, in der Pflege ist es am alleroffensichtlichsten, eine der wichtigsten Tätigkeiten zum Erhalt der Bevölkerung, die es überhaupt gibt, der wird so abgewertet, weil er feminisiert ist. Also an solchen Phänomenen sieht man, wie stark die Macht des Unbewussten ist, denen die Psychoanalytiken auf der Spur sind. Die, es gibt auch noch eine andere Hinweis und Indiz dafür, dass das nicht einfach von da anzuweisen ist. Das hat die Gayle Rubin herausgefunden oder aufgezeigt. Sie hat in Amerika untersucht, warum Männer immer erst versuchen, in Kooperationsformen zu kommen, wo Männer sind. Sobald sie mit Frauen zusammenarbeiten sollten, war das ein Problem. So, als wenn mit Frauen zusammenzuarbeiten, das ihren Wert herabsetzen würde. Bei Frauen, als sie in die Fabriken gingen, da gab es auch erst nur Frauenabteilungen und Männerabteilungen, aber bei denen, auch als sie Lehrstellen übernahmen, war es kein Problem, mit Männern zusammenzuarbeiten. Klar, weil das für sie ein Aufstieg war. Ne? Okay. Also das ist schon nicht ganz einfach, nicht so einfach von der Hand zu weisen. Also irgendwas ist an dieser Repräsentation der Männlichkeit, die Symbolik des Phallus als Machtinstrument, als Zeichen der Stärke und als Zeichen der Erbschaft. Es könnte auch sein, dass das auch etwas ist, womit kompensiert wird, dass sie keine Kinder gebären. Also sehr, sehr viel offene Fragen. Ich würde Ihnen gern eine Stelle vorlesen aus einem Buch, was ich liebe, wirklich. Das ist dieses hier, von der Siri Hustvedt. Leben, Denken, Schauen. Es ist ein wunderbares Buch, weil es eine hochtheoretische Geschichte ist, aber so durchlässig zu Erfahrung. Sie ist Schriftstellerin und ja, Schriftstellerin im Bilde. Die heißt Siri, S-I-R-I, Hustvedt, also H-U-S-T-V-E-D-T, ist eine Amerikanerin. Und die ist dieser Sache mal nachgegangen, wieso wird eigentlich davon ausgegangen, dass die Vater-Sohn-Beziehung eine unkomplizierte ist. Und sie geht in der Literatur dem nach und da stellt sie heraus, dass die schwierigste Beziehung in der Kommunikation die zwischen Vater und Sohn ist. Weil der Vater immer schon die Autorität gepachtet hat. Und der Sohn eigentlich immer ihn einholen muss. Er ist klein, er ist groß. Ich bin noch nicht so weit wie er, ich bin noch nicht so stark wie er ist größer, stärker und so weiter. Er ist erfolgreicher. Er kann sagen, du machst das. Ich kann das nicht machen. So, das fand ich eine ganz überlegenswerte Sache. Und es gibt eine Tagebuchnotiz vom Kafka, der eine sehr, sehr schwierige Beziehung zu seinem Vater hatte. Die haben kaum miteinander kommunizieren können. Und wo es nur ging, hat sich der Kafka der Begegnung mit seinem Vater, wollte er nicht. Und der schreibt in seinem Tagebuch Folgendes. Ich war schon sehr, sehr niedergedrückt durch deine bloße Körperlichkeit. Es ist so klein gedruckt, dass ich sowas hier nehmen muss. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie wir uns öfter zusammen in einer Kabine auszogen. Ich mager, schwach, schmal. Du stark, groß, breit. Schon in der Kabine kam ich mir jämmerlich vor. Und zwar nicht nur vor dir, sondern vor der ganzen Welt. Denn du warst für mich das Maß aller Dinge.
traten wir dann aber aus der Kabine zu den Leuten heraus, ich an deiner Hand, ein kleines Gerippe, unsicher, bloßfüßig auf den Planken, in Angst vor dem Wasser, unfähig, deine Schwimmbewegung nachzuahmen, die du mit Beflissenheit immerfort mir vormachtest, dann war ich sehr verzweifelt. Und alle meine schlimmen Erfahrungen auf allen Gebieten stimmen mit solchen Augenblicken bis heute großartig überein. Ich wollte einfach einmal mal ein Gegenbild zeichnen zu dieser Omnipotenzdarstellung von Männlichkeit. Okay, machen wir jetzt Schluss und machen eine Diskussion? Ja, oder erst Pause und dann. Okay, wie geht's euch? Gleich weitermachen oder erst Pause und dann Diskussion oder gleich Diskussion? Jetzt? Gleich. Ist einverstanden, gleich? Na, okay, es gibt keinen Widerspruch. Gut. Erstmal danke für Ihren Applaus. Gut, ich würde die Fragen aufnehmen und dann sammeln. Danke für den tollen Vortrag. Wir sind die ganze Zeit auch schon dabei. Wir haben für 2 Wochen auch eine Referentin. Sie hat heterosexuelle Paare, die sich sehr für heterosexuell verstehen, interviewt, die auch Heteronormativität und was ich interessant fand an ihren Interviews, die sie geführt hat, war, es ging auch immer um die Machtspielchen zwischen Partner und Partnerin. Und dass sie vor allem so Rollen getauscht haben. Also das ist häufig jetzt Frauen, die die Familie versorgt haben. Der Mann zum Beispiel hat ja eine Situation geschrieben, dann schreibt die Frau, für den Jahr, da wollen wir rausgehen. Und dann stellt er sich so an und weiß nicht, welche Jacke er anziehen soll. Mit dieser Kindlichkeit, das hat er seine Machtspielchen. Und ich frage mich, inwieweit, also wenn wir jetzt quasi das Patriarchat verbunden haben, haben wir neue Probleme. Und die müsst ihr dann auch überwinden. Und das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, ist auch bei der, ich weiß nicht, die zweite Person, die Sie vorgestellt haben, wo es um. Zweite war Christeva. Genau, ich meine, die Notiz ist gar nicht dabei, weil ich. Fremd. Okay, ich versuche mal die so zu fassen. Ja, vielleicht mache ich das jetzt durch die. Ne? Das einmal ging es darum, wie kommt das, wenn das Patriarchat doch nicht mehr da ist? Und es ist nicht mehr da. Es gibt patriarchalische Strukturen, aber das Patriarchat als Familienmodell, als Rechtssystem, vor allen Dingen als Rechtssystem, als Eigentumsverhältnis gibt es nicht mehr. Und dennoch finden wir solche Züge. Ne? Meine erste Antwort wäre folgende. Es gibt kein Patriarchat als gesellschaftliche Form mehr der Herrschaftssicherung. Ja? Aber was es sehr wohl gibt, daran ist das patriarchale Moment erhalten geblieben, männerbündische Zusammenschlüsse. Vom Fußballverein bis zur Partei. Und das hat natürlich Auswirkungen, wenn man in diesen Männerbünden zugelassen werden will. Dass man Männlichkeit auch demonstrieren muss. Ne? Und das hat eine merkwürdige, das hat einfach die Konsequenz, dass Frauen wegen ihres Geschlechts diskriminiert werden können.
Männer werden diskriminiert als rassistisch Verfolgte, Männer werden diskriminiert aufgrund ethnizistischer Zuschreibung, aber nicht qua Geschlecht. Sie haben Nachteile, zum Beispiel Militärdienst oder sowas, aber sie werden nicht diskriminiert wegen ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Ja, gut, da dürfen Sie nicht rein. Okay. Ja, sicher, klar, die beschweren sich immer, wenn sie zeigen, halt, wir werden auch diskriminiert. Ne? Aber das ist ja wohl kein großes Anzeichen von geschlechtlicher Ungleichheitslage. Ja? Dann gehe ich ihm die Männersauna, gut. Aber das sind so Dinge, über die man nachdenken muss. Also, woher kommt das und wieso hat sich das durchhalten können im Kapitalismus, als hier eine ganz andere Herrschaftsform mit der Mehrwert produzierenden Produktionsweise entstand. Da geht die Irrigerei sehr gut mit um. Ne? Die sagt, das sind zwei Machtfelder, die ganz geschichtlich andere Ursprünge haben. Ne? Aber es gibt etwas, wo die sich treffen, wo die affin sind, diese phallokratische Logik und die Kapitallogik. Und das ist zu abstrahieren. Der Kapitalismus abstrahiert davon, dass nicht das Kapital die Gewinne erzeugt, sondern dass es nur die Möglichkeiten bereitstellt, dass produziert werden kann. Aber der Mehrwert kommt nicht aus den Maschinen und kommt auch nicht aus dem Kapital. Davon wird abstrahiert. Das heißt, die Arbeit der Nichtkapitalisten wird entwirklicht, sagt der Marx, das übernimmt die Löserei. Und dasselbe ist in der phallokratischen Logik der Fall. Sie abstrahiert davon, dass der Mann nur Männlichkeit sein, weil er sich abgrenzt vom Weiblichen. Damit wird alles Weibliche gestrichen. Also das ist vielleicht eine Antwort. Jetzt kommt die zweite Frage von Ihnen. Warum haben wir es so schwer, wir Frauen, uns von den Weiblichkeitsbildern zu lösen? Warum fallen wir immer wieder in die Rolle rein, dass wir sagen, lass mal, ich mach das schon. Ne? Oder, also jetzt kritisiere ich nicht beim Kochen, ne? Also lass das mal. Ne? So, ne? Woher kommt das? Und da gibt die Therese de Lovret ist eine gute Antwort. Die hätte ich gerne mit Ihnen gemacht, weil die nochmal eine ganz spannende Wendung hat. Wie kommen die Frauen eigentlich aus dieser Bindung, an dieser Befangenheit oder dieser nicht geklärten Beziehung zur Mutter raus? Die sagt, es geht eben nicht, dass man aus einer Kultur heraustritt, als Frau und nicht sehen will, dass wir aber unser ganzes Denken infiltriert ist von diesen gesellschaftlichen Metaphern, Metaphoriken, Zuschreibungen und so weiter. Und die sind ja nicht nur in den Denkformen der Gesellschaft, die sind ja realisiert in Strukturen, also die geschlechtliche Arbeitsteilung und der Umgang mit weiblicher und männlicher Sexualität ist dafür ein ganz schlagendes Beispiel. Also man kann nicht einfach aussteigen und sagen, ich sehe das alles anders. Das heißt einfach, dass es, und das geht wahrscheinlich überhaupt nicht ohne die Männer, dass eine andere Kultur geschaffen wird, in denen diese symbolischen Ordnungen, die ja von Gewalt sind, das sind ja wie materielle Herrschaftsgeschichten, Gewalt, diese symbolischen Ordnungen, wo bestimmt wird, das ist das und das, und einer wird untergebuttert. Wir können unsere politischen Aktivitäten nicht nur lenken auf die ökonomischen Prozesse. Wir müssen unsere ganze Kraft auch einsetzen für eine andere Kultur. Und für mich ist das wichtigste Zeichen oder das Alarmzeichen die Reproduktionskrise der Gesellschaft durch die Vernachlässigung der Fürsorge. Wenn wir uns gefallen lassen, dass diese Neoliberalen, die diesen Finanzzirkus da anstellen,
dass die auf unsere staatlichen und auf unseren Sozialstaat einwirken und sagen, das wird bezahlt und das wird nicht bezahlt. Also müsste ein Schrei des Entsetzens durch die ganze Bevölkerung gehen. Tut es aber nicht. Also da weise ich nochmal hin auf die Theresa de Lauretis, die davon ausgeht, dass alle Konflikte, die wir haben, dass wir da nicht immer nur gucken dürfen nach der Seite der Verdrängung. Da sind wir verloren. Aber hellhörig zu werden, wenn wir alle anfangen, nicht zu verdrängen, sondern zu verleugnen. Und wenn das artikulierbar würde, was nicht einfach ist, weil das oft im Imaginären liegt, aber das muss ja nicht da bleiben, ne? Dann gibt es Auswege aus dieser, also nicht rauskommen können aus diesen traditionellen Geschichten, mit denen wir aufgewachsen, groß geworden, die unsere Kultur ausmacht und so weiter und so fort. Und sie macht das an der Mutter-Tochter-Beziehung fest und sagt, das kleine Kind spürt zum ersten Mal seinen Körper in der Begegnung mit dem Körper mit der Mutter. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Kultur, in der das Kind aufwächst, merkt, dass der Körper der Mutter entwertet wird, er ist nicht dasselbe wie ein Körper, der einen Penis hat, dann wird es für das Kind schwierig, sich mit der Mutter zu identifizieren. Dazu kommt das Inzesttabu, die lesbische Beziehung zwischen, also die, was heißt lesbisch, also die gleichgeschlechtliche Beziehung erschwert es, ja, gelebt zu werden, weil sie gesellschaftlich tabuisiert ist, das zweite Problem. Und das dritte Problem ist, dass bisher auch die Psychoanalyse keine Sprache gefunden hat für Weiblichkeit. Es ist alles kontaminiert durch die männliche Maskulinitätsdebatte. Und sie sagt jetzt, wenn man aber mal überlegt, dass das Problem des Kindes, sein Verlust, überhaupt nicht der Penis ist, sondern der wird nur als Sprachbild genommen für etwas ganz anderes. Was das kleine Mädchen verloren, was dem verloren geht, das ist sein Körperbild. Dann hört sich dieser Satz, ich habe keinen Penis und deswegen bin ich nicht vollkommen. Der könnte dann werden, ich habe keinen Penis, aber ich habe einen weiblichen Körper. Und das wäre eine Spur, zu einer anderen Kultur zu kommen. Also man müsste sich verwahren gegen Psychoanalyse, wenn sie einfach so strikte Trennung macht. Ne? Das ist bewusst, das ist unbewusst, das ist symbolisch, das ist imaginär. Ich denke mir mal, dass das menschliche Bewusstsein viel durchlässiger ist. Und das hat der Freud betont. Ne? Also die Durchlässigkeit von Über-Ich zu Ich, die Durchlässigkeit vom Es zu Ich, die Durchlässigkeit von sexuellen Impulsen ist so viel größer als die terminologische Abgrenzung.
Und deswegen bin ich so interessiert an einer Transformation der Psychoanalyse aus feministischer Sicht. Das sind alle Spuren, die da sind. Und vor allen Dingen mein Freund. Das sind alles, der war auch einer, der falsch gedacht hat, ne? aber nicht durchgängig. Und vor allen Dingen in seiner Methodik nicht, in seiner Begrifflichkeit nicht. Für den spielt Fantasie eine genauso große Rolle als eine Fähigkeit, sich einen Raum zu bewahren, in dem man in Träumen das realisieren kann, was man in der Realität nicht realisiert hat. Also die Fantasie ist so ein Reservoir für die Zukunft. Ne? Also sowas. Also diese Dinge müssten aus der Psychoanalyse rausgeholt werden und zur Sozialpsychologie gemacht werden, zur Gesellschaftskritik, zur Erkenntniskritik und so weiter. Da ist viel zu tun und das ist spannend. Bitte. Um nochmal auf die Frage mit der Ökonomie zurückzukommen. Also, es hat ja eine lange Theorietradition, dass sexuelle Befreiung oder die Befreiung der Frau auch mit einer Befreiung von dem Kapitalverhältnis korrespondiert. Man hat ja die Geschichte gezeigt, vor allem in Deutschland, dass es nicht weniger eine Befreiung von dem Kapitalverhältnis war, sondern dass mit zunehmender Liberalisierung oder mehr Rechte haben von Frauen. Gleichzeitig eine Befreiung des Kapitalverhältnisses eigentlich stattgefunden hat. Also eben eine Entfesselung des Marktes mit gleichzeitiger Erosion der Sozialstaatlichkeit, die ja auch dadurch möglich geworden ist, jetzt auch eben auf eine Reservearmee neuer Arbeiterinnen zu greifen. Genau, ja. Das würde mich einfach mal interessieren. Ja, okay. Also, erstmal das Erste. Wieso ist es dem Kapitalismus gelungen, das für sich zu vereinnahmen, und zwar immer mehr, nicht? Subjektivierung der Arbeit und diese ganzen Geschichten, was draußen war, also diese Entgrenzung des Kapitalismus, wie ist das möglich geworden? Und dieser Meyassou, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat geschichtlich verfolgt bis in die einfachen Ökonomien in Afrika und also getreidebauenden, anbauenden Ökonomien. Der hat gezeigt, dass durch die gesamte Geschichte hindurch, jedenfalls die westliche, ein Grundkonflikt gesellschaftlicher Reproduktion, nicht nur die Reproduktion der Ökonomie, sondern auch der Bevölkerung, ja, die ja wohl aus der Gesellschaft nicht einfach weggedacht werden kann, dass die nicht gelungen ist. Immer ist es so gewesen, dass die Reproduktion der Güterproduktion, der Lebensmittel, weil das in Männerhand war, Vorrang hatte, vor der Frage, ja, wie reproduziert sich die Gattung, wie reproduziert sich die Bevölkerung, und wenn das so weitergeht, ne, dann stehen wir vor dem Problem, dass wir wirklich das, was uns als Bevölkerung erhält, nämlich die Care-Arbeit, wenn das weiterhin durch den Neoliberalismus, der keinen Sozialstaat mehr will, immer weiter zu Lasten von Frauen geht, dann wird genau die Quelle zerstört, die überhaupt Leben garantiert oder nicht reproduziert, sondern regeneriert. Ja? So wie die menschliche Arbeit in der Wirtschaft zerstört wird durch diese Anmaßung, dass man immer weiter an die Subjektpotenziale gehen kann und die vernutzen kann. Diese beiden Strömungen zusammen. Also die liegen doch so auf der Hand. Und es ist nicht möglich, diese Mächtigkeit dieser Fantasien, die sind Geld, schafft Reichtum, ne? Ob der Güte hinter den Finanzgeschichten machen, die wieder machen, ist doch ganz egal, die Hauptsache, ne? Der Flop fällt nicht auf. Ne? Das muss man sich doch mal vorstellen, das regiert unsere Welt in globalem Maßstab. Aber Irrsinn ist schwer zu stoppen.
den Blau. Ja, du. Nein, davor. Ja, grün. Das ist Teresa de Loretis? Nein. Irga Rai? Geli Rubin? Ja. Gebi Rubin, ja. Traffic of Women heißt das Buch von ihr. Traffic of Women. Also das ist eine tolle, also das ist, die ist Ethnologin, ne? Und Psychoanalytikerin und Marxistin. Also eine Mischung, die wir brauchen. Ne? Ja, ja, bilden. Mhm. Maskulinistischen Prinzip, also, dass tatsächlich auch Frauen nur die Möglichkeit haben, in der Ökonomie, in der Politik und so, in diesen männerdominierten Sphären sich durchzusetzen, aber eben nur dann, wenn sie ihre Weiblichkeit zumindest funktionell komplett ablegen und sich diesem maskulinistischen Prinzip unterwerfen und noch härter sind und noch mehr Ellbogen raustragen. Also Angela Merkel ist ja hier so ein. Es ist aber Gott sei Dank nur eine Präsidentin, eine Bundeskanzlerin. Ja. Okay. Die gleich, die, man muss schon auch die Größenverhältnisse im Blick behalten. Aber Angela Merkel ist da so ein prominentes Beispiel, die sich eben durch eine besondere Härte auch aus zwei und alles nochmal mehr machen muss als ein Mann, um den gleichen Erfolg zu haben. Das finde ich eine ziemlich interessante Beschreibung, die Bilder davon. Und dann meine eigene Frage war zu der, ich habe auch wieder den Namen der zweiten Autorin vergessen. Der zweiten Autorin, das war Christeva. Nein. Die Christella sagt ja, das sind ja keine Versagungsängste, sondern dass es Wut ist, dass es neben mir noch einen anderen Nebenmenschen gibt. Das ist der Ursprung. Das gilt natürlich auch für Frauen. Aber je nachdem, in welcher Kultur ich lebe und welche Beziehungen zugelassen werden und welche nicht zugelassen werden, ergibt es andere Konstitutionsbedingungen für Subjektivität. Das ist das eine. Und Männer haben halt auch mehr Möglichkeiten, ihre Aggressionen offen zu äußern. Ja? Und gerade das, was verhindert werden soll, nämlich Homosexualität, ja? Weil man sich dann der Männlichkeitsbilder nicht mehr gewiss sein kann, das schlägt durch auch in diesem in dem Hass gegen andere, den Schwarzen, der so potent ist. Ne? Also das, aber ich würde ganz grundsätzlich etwas sagen: für jede Beobachtung, die richtig ist, gibt es Gegenbeobachtungen, die genauso richtig sind. Und diese Ambivalenz oder diese Widersprüchlichkeit muss man aushalten. Also zur Helga
bilden, die ich sehr schätze und ich finde das gute Sachen, die sie macht. Eine Sache, wenn die Frau, natürlich sind die Frauen, die die Karriereleiter immer weitergehen, immer mehr dem Druck ausgesetzt, die Normen anzunehmen, die Geltung haben. Das hat mit Weiblichkeit und Männlichkeit wenig zu tun, sondern die Erfolgsnormen, die eigentlich einfach im Kapitalismus durchsetzen. Es gibt aber auch genauso viele Frauen, das ist eine neue Untersuchung von Christine Morgenroth-Negt, die sagen, ich mache da nicht mehr mit. Karriere hin, Karriere her, die nächste Karrierestufe mache ich nicht. Ja? Nicht nur, weil ich damit dran kaputt, also meine Menschlichkeit kaputt geht, sondern auch, weil ich die ganzen anderen Bereiche nicht mehr leben kann. Also das muss man auch sehen. Die Frauen sind viel eher bereit zu sagen, nee, das ist mir der Spaß nicht wert. Ne? Noch eine Karrierestufe höher, noch ein Tausender drauf. Nein. Ne? Also die sind bereit zu sagen, nein. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, völlig übersehen wird, und deswegen war das für mich so wichtig mit dieser doppelten Vergesellschaftung. Ja? Geschichtlich hat sich die Produktionssphäre und die private Produktionssphäre, ich sage mal nicht Reproduktionssphäre, denn Kinder zu erziehen und großzuziehen ist keine Reproduktion, sondern ein produktiver Akt. Ja? Schon diese Terminologie ist völlig bescheuert. Frauen haben in dem Moment, wo die Wirtschaft expandierte und der Markt billige Arbeitskräfte, wie Sie sagen, brauchten, unqualifizierte, ne? Unverfügbare vor allen Dingen, ne? Die waren ja massenhaft da. Als die also darin eine Chance witterten, selbstständiger zu werden, ne? Eigenes Geld zu verdienen, sich scheiden lassen zu können, weil man nicht mehr Angst haben muss, ja, jetzt habe ich keinen Ernährer mehr oder sowas, ja. Und die meisten Scheidungen werden von Frauen eingeleitet. In dem Moment ist eine gesellschaftliche Widersprüchlichkeit auf die Frauen projiziert, also denen aufgelastet worden. Dieser blödsinnige Begriff Vereinbarkeit, ne, beschönigt in einer Weise, was da eigentlich passiert ist. Ne? Die Frauen haben gesagt, wenn ich jetzt merke, dass mir als Hausfrau, ich sage das mal so, nur Hausfrau, ja, etwas absolut gefehlt hat, Kooperationserfahrung, öffentliche Anerkennung vom Vorgesetzten oder wem auch immer, ne, eigenes Geld, dann kann ich, und wenn ich das aufgebe, falle ich in diese Rolle der Mutter, der Versorgerin und so weiter wieder zurück. Dann halbiert sich mein Erfahrungshorizont. Und da Sie das nicht können, das ist eine Zwickmühle, machen Sie beides. Und die Gesellschaft guckt zu. Das ist das Dilemma. Dass die Frauen sich anpassen, ist auch eins, aber in dem Größenverhältnis und den Auswirkungen, die das hat, ja, gibt es da ganz, ganz starke unterschiedliche Gewichtungen. Okay. Wir haben zwei Leute. Und dann machen wir Schluss. Und dann Schluss. Schluss machen. Ja, auch vielen Dank für den Vortrag. Was tun Sie? Klar gemacht wird, dass die Ideen von Freud auch durchaus aus der bürgerlichen oder der großbürgerlichen, der mittleren bürgerlichen Kleinfamilie gegründet haben und wie sie dann eben auch in andere Gesellschaften reingetragen wurden, aber dann doch oft nicht ganz passten. Also jetzt zum Beispiel in Gesellschaften wie die ethisch stärkere Geschlechtersegregation, in postkolonialen oder in Gesellschaften, betroffen war und es eine ganz starke Tendenz gibt, dass Mütter und Großmütter Kinder erziehen. Also wo ganz andere Kontakte mit den Männlichen dann stattfinden. Und da weiß ich nicht genau, wie man das dann einholt. Also der Franz Ramon hat das gemacht, bei ihm wurde ja sozusagen das männliche Prinzip dann auch, also das männliche des Kolonialisierten verglichen mit dem der Frau in der bürgerlichen oder in der westlichen Sphäre. Aber das wäre für mich immer wieder ein Bedürfnis, einmal zu gucken, in welcher Klasse
gestellt. Wie passt das jetzt zum proletarischen und subproletarischen Klassen? Das können wir heute Abend nicht machen, aber das können wir auch nicht. Das haben Sie auch in Ihrer Arbeit gemacht. Also ja, aber warum? Warum? Ja. Die können doch nicht überleben von der Landwirtschaft. Ja, ja, genau. Sie können nicht überleben. Was passieren dann für Modelle? Oder was passieren für Modelle, die Massenverbrauch, die sich im Krieg befinden? Ja, gucken Sie, es ist einfach so, erstens mal, der Freud kommt nicht aus einer bürgerlichen, einfach so bürgerlichen, eurozentristischen Familie. Der kommt aus einer jüdischen Familie. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Aber wenn Sie ihn lesen und da seine Denkbewegung, dann werden Sie feststellen, ne, dass das eine Denkform ist, die im Jüdischen verankert ist. So viel der Kunst sich angeguckt hat, so viel der Literatur gelesen hat und so, die Denkform, dieses Schlagwort, weil ich nicht so lange reden will, dialektische Moment, ja, und Widersprüche nicht auflösen, sondern stehen lassen. Das ist etwas, was nicht aus unserer Kultur kommt. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben vollkommen recht, das zeigt ja die Ethnopsychoanalyse, dass man die Psychoanalyse sofort verändern muss, wenn man die eigene Kultur verlässt. Deswegen ist in der Ethnomythologie das Stolpern über das Fremde der entscheidende Erkenntnisschritt. Das ist eine andere Methode. Man muss da schon hingucken. Und das dritte ist, das Unbewusste, die Trennung von Bewussten und Unbewussten, das ist sehr schwer nur zu lokalisieren im Westen oder sonst wo. Und es ist die Frage, woran Psychoanalytiker, wenn sie aus dem vertrauten kulturellen Feld herausgehen oder auch aus dem vertrauten bipolaren Klassensystem, ne, und diese ganzen Identitätspolitiken sieht oder so weiter, ne? Die Sache ist immer, ein Psychoanalytiker, wenn er einer ist, guckt immer, wie artikuliert sich das Unbewusste in dieser Kultur. Also ein ganz schönes Beispiel dafür, was da für Schwierigkeiten auftauchen, ist bei der, hat die Florence Weiss berichtet, die Frauen am Fluss, ne? Den Public und den Neuguinea. Und die hat gemerkt, dass es eins nicht geben darf, was aber eigentlich eine Arbeit mit Psychoanalyse voraussetzt, nämlich die Übertragung. Weil diese Frauen überhaupt nicht in Zweierbeziehungen denken. Ja? Also eine Übertragung sind zwei, die miteinander sprechen. Und das schafft Bindungen. Und diese Zweierbindungen sind bei den Frauen in Neuguinea nicht kulturell kodiert. Und da gab es ganz große Schwierigkeiten, die Beziehung aufzulösen, als die Florence wieder nach Hause fuhr. Das ist so ein Beispiel, was da überhaupt reflektiert werden muss, ne? Wenn man eine Methode einfach von einer kulturellen Sphäre in die andere, aber das ist mit überträgt, aber das ist mit jeder Theorie so. Das müssen Sie in jedem Fall. Ja, wir wollen. Ich finde das noch ein bisschen fraglich, wenn wir so das Menschen und Lukas gesagt haben, dass in den Pflegeberufen jetzt 90% Frauen arbeiten. Es ist ja auch so, dass auch in den Grundschulen, Kindergärten, viel mehr Frauen arbeiten. Aber was auch unter anderem auch die Angst von Männern ist, dass sie, wenn sie in den Beruf einsteigen, auch der Vorwurf der Pädophilie, dass Männer nicht mit kleinen Kindergarten und Kindern auf Toilette gehen, mit den Mädchen auf Toilette gehen oder auf den Schoß setzen, dass sie auch eine sehr große Angst davor haben. Dass diese Vorurteile entstehen, vollkommen dass es Vorurteile gibt oder dass die Verdacht geben könnte. Woher glauben Sie, kommt diese Ursache, dieser unglaubliche Angst, wenn sich ein Mann sozusagen zu Pflege oder zu Kinderarbeit kümmert, dass er dann so einen Vorwurf der Pädophilie oder. Ja, er wird feminisiert.
ja, was Sie ist ja gerade eine von denen, die ich hier so beschreibe, ne? Die Feminisierung von Tätigkeiten, die Männer dazu bringt, Angst vor Homosexualität zu kriegen oder Kinderschänder, als Kinderschänder. Das ist also nur, weil dann eine Erklärung geben könnte, außer dass er Kinderschänder ist, dass es zum Kinder gemacht wird. Ja, okay, ja. Tja, ich danke Ihnen für diese lebhafte Diskussion und diese wirklich guten Fragen. Toll. Spaß gemacht. Okay, vielen Dank. Am Freitag ist der letzte Vortrag der Reihe, auch um 18 Uhr, mit Töwe Säuland zu tun. Ja. Ja. Was mit Marx und Lacan? Dankeschön.